Hallo und herzlich willkommen, Lothar Unfried hier. Wir machen heute ein Video und zwar zum Thema Dropshipping, also das heißt Direktverkauf auf Deutsch über eBay zum Beispiel ein Thema. Also das heißt Dropshipping. Ihr findet natürlich weitaus mehr Informationen wie immer unter dem Video über den Link zu meinem Blog und zwar Nebenjob für zu Hause. Das heißt, wir zeigen einige mögliche Varianten, um von zu Hause aus Geld zu verdienen. Eine Möglichkeit ist eben Dropshipping über eBay zum Beispiel. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber heute in diesem Video werde ich mich dem Thema über eBay widmen. Und zwar, ich habe hier einen Partner, der ist schon lange Jahre auf dem Markt. Ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht und möchte euch das heute zeigen. Es ist hier sehr umfangreich, sehr detailliert in vielen Bereichen. Hier ist auch diese ganze Information, Seite, wo alles nochmal aufgeführt ist. Und im Grunde genommen werden wir jetzt Schritt für Schritt vorgehen, wie wir es machen können oder wie du es machen kannst, wenn es dich interessiert, wenn du sagst, okay, wäre eine Geschichte für mich. Okay, wir gehen hier in der rechten Menüleiste Online-Auktionsvorlagen. Da gehen wir rein und jetzt gibt es hier jede Menge an Sprachkursen. Kann man aussuchen, wenn du eine spezielle Seite hast, einen Blog hast zu einem bestimmten Thema, kannst du oft Sprachkurse anbieten, natürlich auch über eBay. Jetzt hier, ich habe hier mal auch noch zusätzliche für Homeoffice, Webdesign, Baukasten, Marketing Guide geht auch sehr gut, Auktionsguide oder kreatives Schreiben, Multimedia Fotokurs oder Rhetorikkurs, das sind so Kurse, die gehen sehr gut und die sind alle auf CD-ROM. Okay, ich habe genommen, um ein Beispiel zu machen, hier kreatives Schreiben. Hier bekommen wir jede Menge Informationen zu dem Thema. Ich will jetzt gar nicht hier auf die Details eingehen, sondern auf das. Ihr bekommt hier eine Vorlage fix und fertig für die Auktion. Hier braucht ihr nur auf den Button klicken, HTML-Code anzeigen. Und hier gehen wir mit der linken Maustaste nach unten und kopieren einfach, also per linker Maustaste, bis hier oben alles bis zum Ende des Pfeils markieren mit der linken Maustaste, rechte Maustaste kopieren und dann schließen wir das Ganze. Jetzt gehe ich rüber in den Mailinglistenmanager, in den Turbolista und jetzt gehe ich habe es schon fertig gemacht. Hier normal gehen wir hier auf neu erstellen, also oben neues Angebot erstellen und schon macht sich das Fenster auf. Und ich, bloß dass das Video nicht zu lang wird, habe ich das schon mal vorbereitet. Okay, habe es auch hier oben, die Daten sind wieder nur, weil ich es ja schon eingestellt habe bei eBay. Und zwar jetzt Artikelbezeichnung, kreatives Schreiben leicht gemacht, minus CD-ROM. Und jetzt dann eben eine ausgewählte Kategorie, wird auch auf der Seite beschrieben, weil es gibt verschiedene Kategorien, wo man es einstellen kann. Natürlich kann es auch selber recherchieren. Okay, dann haben wir hier Zustand neu, hier ein Bild. Kannst du auch selber eins machen. Ich habe es heute mal so gelassen. Kannst auch ein eigenes Bild reinschreiben, wenn du das gerne haben willst, damit du dich ein bisschen abhebst. Hier gehen wir auf Beschreibung. Hier sehen wir uns das Ganze an. Und schon ist das Ganze übersichtlich. Hier haben wir Entwurfsansicht, HTML-Ansicht, Vorschau. Speichern. Okay. Alles, was ich jetzt da noch machen muss, habe ich vorher gesehen, habe ich heute schon übersehen, aber erst online dann gesehen. Schauen wir mal, ob sich das hier, nee, es lässt sich hier nicht. Entwurfsansicht haben wir hier. Okay. Muss ich hier nach unten gehen? Okay, da ein Stückchen nach oben. Deutschland, innerhalb Deutschland nicht 3, sondern 2,50, weil seit neuesten
haben sie abgeguckt von Amazon, meiner Meinung nach. Haben sie da, schreiben sie jetzt ja jeden die Versandkosten vor, als vorher war es ja anders. Jeder hat ja hier Wildwuchs betrieben und irgendwas reinkalkuliert. Also 2,50 der Anbieter gibt zwar 3 Euro vor, aber okay, soll meinetwegen in der Kalkulation mit drin sein. Hier habe ich noch Galeriebild mit drinnen. Hier ein Preis, Sofortkauf, also ein Festpreisangebot. Hier kann man aufschauen, 24,95. Menge 1, hier 10 Tage, kannst du natürlich auch mehr machen, wenn du willst. 10 Tage stelle ich es ein, ist die Chance, dass man es besser verkauft, eben besser. 2,50 und hier haben wir nochmal in Inland Europäische Union 6 Euro Versandkosten. Hier haben wir unsere Daten, wo wir schon eingegeben haben, Artikel, Standort, wo wir sind. Und hier, wenn man per PayPal nimmt, ich mache es so, ist ja eine ganz tolle Geschichte, weil es dann eben wesentlich schneller geht, damit der Kunde zufrieden ist und seine hier Zahlungshinweise habe ich eingegeben. Vorkasse, Rücknahme ist 14 Tage, das ist ja heute schon ganz normal. Okay, und in dem Fall müssen wir es einfach nur speichern. Und okay, und ich muss bloß später dann hier synchronisieren, weil jetzt ich ja eine Änderung gemacht habe. Okay, jetzt soweit ist es fertig. Wir gehen dann eben hier auf aktive, zum Beispiel in dem Fall, ne, was ist Übertragung, haben wir hier. Okay, brauche ich nicht. Wo waren wir jetzt hier? Hier. Ach so, Entschuldigung. Dann muss ich hier reingehen und hier hinzufügen, hochladen. Und jetzt haben wir hier dann eben das. Okay, jetzt haben wir hier, da kann man Gebühren berechnen oder wie zum Beispiel jetzt hier, ich würde es jetzt nicht machen, ich habe es ja schon da oben, einmal reicht ja, ausgewähltes Angebot hochladen und schon steht es bei eBay. Das Ganze sieht gleich so aus, schauen wir uns gleich mal an. Wir sind jetzt hier nochmal in der Seite. Ich springe schnell mal rüber auf eBay. Da können wir uns das noch kurz angucken. Einen kleinen Moment, ne, muss ja geladen werden. Wir gehen dann auf mein eBay. Hier scrollen wir runter und hier habe ich aktiv. So, und jetzt haben wir hier kreatives Schreiben. Und jetzt sieht man hier links das Foto, hier der Preis, Sofortkauf, PayPal möglich, Versandkosten und hier haben wir dann die ganze Beschreibung. Und haben wir hier auch noch die Daten, die dann eben von eBay eingefügt werden. Und schon hat man wieder ein Produkt zum Verkauf bei eBay eingestellt. Und funktionieren tut das Ganze nachher so, dass man hier eben auf die Seite geht. Augenblick, habe ich es jetzt, jetzt habe ich zu viel offen. Machen wir mal hier auslocken. Weg. Sonst wissen wir gar nicht mehr. Okay, und jetzt haben wir hier. Nee. Weg. Das ist die Anmeldung. Hier haben wir dann eben Dropshipping bestellen. Hier gehen wir rein. Und hier haben wir dann die ganze Geschichte. Wenn jetzt eine Bestellung, ein Verkauf getätigt wurde, musst du, bekommst du ja ein Login, gehst du auf diese Seite. Und dann musst du hier nur Folgendes machen. Hiermit bestelle ich. Da kommst du jetzt her und gehst jetzt hier runter. Hier ist kreativ schreiben. Hier bekommst du, siehst du, einen Preis, Großhändlerpreis, Versandkosten, das kannst du ja jetzt hier noch eintragen, wenn du willst, mit den 2,50 oder 3 Euro. Das ist ja wurscht. In dem Fall 3, weil die wollen ja 3 Euro haben. Also hier hast du deine Vertriebspartnernummer, hier deine Daten eintragen
und hier die vom Kunden Bestellung abschicken. Und schon kriegst du das kriegt der Kunde das zugeschickt. Du solltest natürlich vorher entweder per PayPal das Geld an den Partner überweisen, dass die Zahlung getätigt wurde. Also nach der Rechnung natürlich, wenn sie bezahlt wurde. Du schickst die Bestellung ab, Entschuldigung, und bezahlst dann per PayPal. Oder wenn du es willst, kannst du es natürlich auch vorher in deinem Provisionskonto aufladen und schon hast du Guthaben und bestellst es ganz einfach per Guthaben und der Kunde bekommt das schnell zugeschickt und schon hast du deinen Verkauf abgewickelt und der Kunde ist zufrieden und geht zum nächsten. Okay, bis zum nächsten Video. Wie immer, schreibt einen Kommentar. Fragen sind erlaubt oder was ihr auch immer wollt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, wie man eben nebenbei Geld verdienen kann durch solche Angebote. Also das heißt, du musst kein Produkt kaufen, du musst es eben nur vermitteln und es geht über eBay relativ einfach. Okay, bis zum nächsten Video. Dein Lothar, bis dann und tschüss.